Das sind diese magischen Momente, die oft zitiert werden, wenn man sagt, ah, ich war dabei damals. Das erlebt man once in a lifetime. Und ich könnte auch danach tot umfallen und sagen, es hat sich alles gelohnt, was ich gemacht habe, um das zu erleben. Das ist für mich eigentlich eine once in a lifetime Chance, dass Marc es geschafft hat, diese Legende hierher zu holen. Und gerade aus Schlagzeugersicht mit so einem Bassistenhelden zusammenspielen zu dürfen und Grooves niederzulegen, es ist wirklich exzeptionell. Also das Besondere jetzt an diesem Jahr einfach, dass halt eben Nathan East als große Legende, sag ich mal, dabei ist. Also so ein Headliner für die 3 Tage. Und es war so lustig, weil immer wenn er von Menschen gesprochen hat, die Vornamen genannt hat, dann waren das immer Weltstars. Wenn er sagt, Eric Clapton, Stevie Wonder, Phil Collins, Herbie Hancock. Music for me is the language of God. You know, it's a language that allows us to communicate with each other, with these notes and the vibrations of the notes. You can't touch music, you can't smell it, you can't taste it, but you feel it. You know? And this is the thing that to this day fascinates me about the power of music. I told you on the phone, I want you to say when you leave, I want to come back. And it's working. And as a friend, not only as a musician, as a professional musician, as a friend. And it's me you need to show, how deep is your love. Since I was born, my dad always like showed me live concerts of Eric Clapton. And of course, Nathan East was in these concerts. So when they asked me, I was like, what? Is that gonna happen? Thanks to him, I know this music. Ich bin gestern Abend mit meiner Frau aus New York zurückgekommen und sie hat gerade gesagt, it's like we are still in New York, weil sowas in Baden-Baden kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Randy Brecker, einer der allergrößten Trompetenhelden überhaupt, ist heute da, der kam eingeflogen aus New York und das ist immer... Ich bin ein Riesenfan seiner alten Band, die Brecker Brothers, und insofern ist es für mich eine Riesenehre, immer mit Randy zu spielen. Wahnsinn, wenn man mit so einer Persönlichkeit auf der Bühne steht und mit welchen Leuten der zusammengespielt hat. Und jetzt darf ich sozusagen Teil dieser Band sein. Die Auswahl, die er trifft und vor allen Dingen auch die Variationen, die er jeden Abend bietet, ist großartig. A lot of people put a lot of thought into it and the ambience is so great, it can't help but be a great show because everybody's thrilled to play. Beyond anything I could have ever expected, being able to jam with such amazing musicians in such a relaxed atmosphere like that is truly special. Also ich glaube, es ist für die meisten schon was her, dass man so ein bisschen Pipi in den Augen hatte am Ende der Show. Es war wunderschön. Da waren so viele verschiedene, aber starke Emotionen auf der Bühne. Natürlich vor allem wegen irgendwie Nathan und Marc, die das alles so gestürzt haben. Auch als die zusammen die erste Zugabe gemacht haben, das war schon höchst emotional, wo er sagte, ja, die Liebe zueinander, das Menschliche, das ist das Wichtige. Wie er dann ganz gerührt Marc in die Arme genommen hat, sich die Augen gewischt hat, das war ein toller Moment. Thank you.
Also ich musste oft die Tränen zurückhalten gestern Abend. Das hat mich echt weggerissen, dass ich sowas erleben darf. I appreciate being here and hope we get to come back.